Hallo und herzlich willkommen hier bei Modellbahnunion. Schön, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt zu einer neuen Produktvorführung. Heute eine Lok der Firma ESO. Es ist eine Neuheit von vor kurzem und die möchten wir euch jetzt genauer vorstellen. Es ist eine V160, sozusagen eine BR216. Und was sie alles kann, werden wir uns gleich anschauen. Wir werden uns ein paar Informationen zum Vorbild anschauen. Dann werden wir uns natürlich die Lok im Fahrbetrieb anschauen. Wir werden uns die Sounds der Lok auch anhören und dann gibt es die Informationen zum Vorbild, Impressionen und zum Schluss dann natürlich mein Schlusswort. So viel zum Ablauf im Video. Wir haben neu für euch es jetzt eingerichtet, dass ihr euch aussuchen könnt, was ihr euch im Video anschauen möchtet. Möchtet ihr euch nur die Sounds anhören oder möchtet ihr nur die Informationen zum Vorbild euch anschauen, könnt ihr jetzt unten in der Videobeschreibung auf die entsprechende Stelle im Video klicken und ihr gelangt sofort dorthin. So viel an Informationen, jetzt geht's los mit dem Video. Zum Vorbild, hier gibt es natürlich eine ganze Menge zu erzählen. Ich versuche mich dort so kurz wie möglich zu halten. Wir haben hier eine Baureihe 216. Diese Lok gehört zur Lokfamilie V160. Dazu gehört natürlich auch die 218, über die wir natürlich auch schon in anderen Videos ausgiebigst drüber berichtet haben, auch was das Vorbild angeht. Ich möchte jetzt hier nur explizit auf die Baureihe 216 eingehen und nicht auf die gesamte Lokfamilie, weil das würde hier den Rahmen sprengen. Es war Mitte der 50er Jahre. Dort hatte man das Problem, dass man mit der V100 und mit der V200 zwei relativ weit voneinander entfernte Klassen hatte, was die Leistungen anging. Und man hat sich dann schwer getan, etwas dort zwischen zu finden. Nämlich es ging einmal um die Achslast, es sollte relativ leicht sein und es sollte natürlich eine dementsprechend wartungsarme Lokomotive sein. Bei der V100 hatte man zwar einen Motor, sie war allerdings nicht so stark. Bei der V200, diese Lok hatte wirklich Leistung. Sie hatte aber zwei Motoren und war, was die Wartung anging, natürlich sehr, sehr intensiv. Mit der V160 im Vergleich zur V100 und V200 lag diese genau dort zwischen mit ihrer Leistungsklasse. Man begann also mit der Produktion von insgesamt 10 Vorserienlokomotiven, wobei die ersten 9 sich, was das äußere Erscheinungsbild anging, sehr von der jetzigen hier kantigeren 216 unterschieden. Man hat sich nämlich, was die Frontpartien anging, für relativ runde Kanten entschieden, was der Lok damals den Spitznamen Lollo einbrachte, benannt nach der italienischen Schauspielerin Gina Lollobrigida. Mit Auslieferung der 10. Vorserienlokomotive, sprich die erste mit der kantigeren Front, hat man sich entschieden, alle weiteren Loks dieser Lokfamilie ebenfalls mit dieser kantigen Front zu konstruieren. Es war natürlich günstiger in der Produktion, auch windschnittiger, was die Fahreigenschaften der Lok anging. Und so ist natürlich dann diese kantige Optik für alle anderen Loks der V160-Familie zum Standard geworden. Als Motor hat man sich damals für einen Mercedes-Benz-Motor entschieden, nämlich den MB839BB, später dann der MTU MB16V652. Diese Motoren haben die V160 bzw. 216 auf 120 Stundenkilometer beschleunigt und waren auch recht leistungsstark. Die Wendezugsteuerung, die sah die Bahn damals noch nicht so stark im Kommen und hat damals dann auch beschlossen, nicht alle Loks damit auszurüsten. Wir hier haben die V160-130, also die spätere 216-130. Diese Lok hat diese Ausstattung damals bekommen. Mit ihr noch die V160-026 bis 035, 083 bis 104, die 130 bis 169 und die 185 bis 199. Die Umbezeichnung der V160 in 216 war 1968. Dort hatte man entschlossen, aus der V160 die 216 zu machen und die V160-Lokfamilie dann mit weiteren Lokomotivbaureihen aufzustocken, unter anderem mit der 217, 215, 219, 210 und auch später noch durch Umbauten 225 und 226. Das Ergebnis dieser großen Lokfamilie stellt die Baureihe 218 dar, denn dort hat man alle Erfahrungen und alle technischen Neuerungen integriert und hatte dann mit der 218 wirklich den Höhepunkt der Lokfamilie erreicht. Und die 218 kam aus diesem Grund im gesamten Bundesgebiet auch zum Einsatz vor, so ziemlich jeder Zuggattung, egal ob Güter- oder Personenzug.
Mit Einsatz der Loks der Baureihe 218 und der damit verbundenen elektrischen Zugheizung war für die 216 dann leider das Aus im Personenverkehr, denn dort hatte man dann 1990 die letzten Personenwagen mit Dampfheizung aus dem aktiven Dienst herausgeholt und somit war dann für die 216 nur noch als einziger Einsatzort der Güterdienst zur Verfügung. Dort ist die Lok dann auch tatsächlich lange Zeit angetroffen worden und 2000 bis 2004 kam dann leider die dunkle Zeit für diese Baureihe, denn dort hat man dann angefangen, den Bestand nach und nach auszudünnen und 2004 schied dann die letzte Lok der Baureihe 216 aus dem aktiven Dienst aus. Leider, aber so ist es leider. Das war es aber auch schon mit den Informationen zum Vorbild. Wie gesagt, alles nur kurz gehalten. Es gibt noch viel, viel mehr zu dieser wunderschönen Lokreihe zu erzählen. Wir wollen sie aber kurz halten. Jetzt geht es erstmal raus in die freie Wildbahn, wo wir uns die Sounds und natürlich die Fahreigenschaften der Lok einmal genauer anschauen. Viel Spaß! Von Gleis 2 nach Gleis 101. Jawohl, hab verstanden.
Weiter geht es mit dem Modell hier in 1:87. Da schauen wir uns erstmal an, womit kommt die Lok überhaupt zu uns. Wir haben hier isotypisch einen wunderschönen großen Karton mit Sichtfenster, Hartkunststoff, mit Schaumstoff und natürlich auch hier mit Kunststoffeinlage, auf der die Lok auch festgeschraubt ist. Mit dieser Schraube ist sie hier dann mit dieser Einlage fest verbunden. Das heißt, sie kann auch nicht irgendwie hin und her rutschen. Dann ist mit dabei dieses wunderschöne Begleitheftchen, wo wir dann auch nochmal zur Geschichte was erfahren, mit richtig schönen bunten Bildern mit dabei. Also nicht mal eben was dahergelaufen ist, sondern hier wurde sich wirklich richtig Mühe gemacht. Und dann sind natürlich die gesamten Erklärung hier drin. Wie man was machen muss, wie muss man was warten, wo findet man was. Hier finden wir die gesamten Sounds, die die Lok mitbringt. Dann haben wir hier einmal das Befüllen des Destillats, wo muss man das reintun, wie viel muss man reintun. Man hat nochmal Informationen zu den einzelnen CVs hier hinten. Dann hat man auch nochmal eine Übersicht hier über die CVs. Und ganz hinten dann auch nochmal Tipps und natürlich hier auch nochmal Fehlerbildern. Und alles sonst auch nochmal hier drin zu finden. Dabei ist eine Pipette zum Einfüllen des Destillats. Dabei ist eine zweite Bügelkupplung und verkürzte Bremsschläuche. Dann haben wir hier einmal diesen Greifer. Mit dem können wir den Schleifer, der sich serienmäßig unter der Lok befindet, können wir den abziehen. Das heißt, relativ einfach. Man nimmt diesen Greifer, dort sind diese vier Greifer. Dort geht man an das Drehgestell, packt sich den Schleifer und zieht ihn einfach nach oben ab. Es ist wirklich kinderleicht. Und schon hat man aus einer AC-Lok eine DC-Lok gemacht. Wir haben unten drunter noch einen Umschalter. Den schaltet man einfach von AC auf DC. Und schon kann man damit hier bei uns auf unserer Anlage im DC-Format fahren. Anders, wenn man es natürlich andersrum haben möchte, wenn man auf Märklin-Gleisanlagen fahren möchte, einfach den Schleifer drunter klippen. Das ist relativ einfach und auch wirklich relativ sicher. Und den Schalter wieder zurück auf AC stellen. Und schon kann man damit auf Wechselstromanlagen fahren. Wirklich eine sehr schöne Sache. Das also wie gesagt an Zubehör, was der Lok mitgeliefert wird. Schauen wir uns das Modell jetzt einmal ein wenig genauer an. Ich drehe das mal so ein Stück zu euch. Wir haben hier eine Seite, nämlich die Seite, wo wir auch hier oben den Lokführer drin haben. Diese Seite ist, ich sage es immer, vitrinenmäßig zugerüstet. Dort haben wir nämlich hier unten keine Kupplung gesteckt. Wir haben lange Bremsschläuche, wir haben die Nachbildung des Zughakens mit der Schraubenkupplung und das gesamte Erscheinungsbild ist im Prinzip so, wie es auch draußen im Vorbild anzutreffen ist. Das Ganze auf der anderen Seite sieht ein wenig anders aus. Da haben wir nämlich dann einmal die Bügelkupplung gesteckt. Wir haben verkürzte Bremsschläuche und auch der Zughaken ist ein wenig verkümmerter. Das ist natürlich demnach, weil wir haben hier natürlich die Bügelkupplung, die nach links und rechts ausschwenkt und die braucht natürlich dann auch Platz. Deswegen das alles also verkürzt. Drehen wir sie mal wieder um. Machen wir vorne direkt weiter. Wir haben isotypisch, haben wir hier vorne Puffer, die Federn. Dort sieht man es. Auch hier die Rangiertritte sind geätzte Teile, wo man auch wunderschön ruhig gucken kann. Auch hier, wenn man mit dem Fingernagel drüber geht, dann merkt man auch richtig die Struktur. Wir haben wunderschöne Scheibenwischer und auch hier die etwas andere Front, wie zum Beispiel bei der 218. Die 216 hat nämlich hier keine UEC-Steckdosen. Auch hier der eine Griff, der fehlt. Das ist alles auch wirklich sehr gut umgesetzt. Die Türgriffe hier auch wieder in Metall geführt. Dann haben wir hier unten natürlich auch die Drehgestellblende, ist wirklich sehr schön ausgestattet. Auch der Führerraum selber, denn wir haben hier natürlich auch wieder isotypisch die Führerpultbeleuchtung. Das heißt, auch das Führerpult ist wirklich hervorragend umgesetzt. Man kann hier durch die Scheiben, keine Sorge, es kommen Detailaufnahmen, kann man wirklich alles sehr gut und sehr schön erkennen. Und das, was ich auch hier sehr schön dran finde, ist, dass man bei der 216 auch darauf geachtet hat, dass der Lokkasten kürzer ist, wie zum Beispiel bei einer 218 oder bei einer 215. Das ist demnach geschuldet, die Lokrahmen der anderen Loktypen sind ca. 40 cm länger. Dort kam zum einen ein etwas größerer Motor zum Einsatz und natürlich auch der Einsatz einer Gasturbine. Hat man hier nicht, deswegen ist die 216 die einzigste Lok der V160-Familie, die wirklich so kurz ist. Und das hat ESO auch wirklich hervorragend umgesetzt. Es gibt gleich auch Detailaufnahmen. Dort seht ihr die 216 mit einer 218 auf einem Bild. Und da kann man sehr schön erkennen, dass die 216 wirklich ein gutes Stück kürzer ist als eine Lok der Baureihe 218. Ansonsten, wie gesagt, hier oben
das Einfüllen des Destillates ist ein wenig kompliziert mit der großen Pipette, weil oben die Öffnung doch schon ein wenig groß ist. Also da empfehle ich wirklich, sich vielleicht eine herkömmliche Spritze sich zu organisieren oder auch etwas eine kleinere Pipette, um das Destillat dann hier oben in die zwei Öffnungen wirklich verlustfrei reinzubekommen. Ansonsten, wie gesagt, gibt es dann noch die Lok in einer kleinen Übersicht. Was haben wir? Wir haben einen komplett neu konstruierten Rahmen und Gehäuse, komplett aus Metall der Rahmen. Wir haben durchbrochene Lüftergitter im Dach und geätzte Laufgitter. Wir haben ein mehrteilige Drehgestellblende mit echten Stahlfedern, separat angesetzte Griffstangen und Trittstufen, gefederte Puffer, Kupplungen in kulissengeführtem NEM-Schacht, fünfpoliger ESO-Motor mit zwei Schwungmassen. Der Antrieb erfolgt über Kardan und Schneckengetriebe auf drei Achsen mit zwei Haftreifen. Wir haben hier den Lok Sound 5 Decoder verbaut für DCC, Motorola, M4 und Selectrix-Betrieb. Selbstständige Anmeldung an Zentralen mit Railcom Plus oder MFX-Funktionalität. Wir haben einen Powerpack-Speicherkondensator verbaut für unterbrechungsfreie Spannungsversorgung, zum Einsatz zum Beispiel bei nicht polarisierten Weichen oder bei verdreckten Gleisen. Dort, wo die Spannungsversorgung also kurzfristig einbricht, dort sorgt der Pufferkondensator dann für eine gleichmäßige Stromversorgung. Der Lautsprecher mit großer Schallkapsel für höchsten Soundgenuss. Universalelektronik mit Steckschleifer und Schiebeschalter zum Umschalten zwischen Zweileiter- und Mittelleiterbetrieb. Das ist das, was ich euch ja gerade eben gezeigt habe. Raucherzeuger synchron zum Lok-Sound. Eine digitalisierte Originalgeräusche einer 216. Sensorgesteuerte Kurvengeräusche bei langsamer Kurvenfahrt. Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel. Zugseitig das Spitzenlicht ist abschaltbar. Und wir haben Rangier-, Führerstand- und Führerpultbeleuchtung. Bremsfunktion beim scharfen Bremsen, das ist das Flackern in den Drehgestellen beim Bremsen, die Pipette zum Befüllen des Raucherzeugers und eine zweite Kupplung liegen bei, das habe ich euch auch gerade eben gezeigt, und zu guter Letzt der Mindestradius 360 mm, das ist bei Rocco der A2 und wir haben eine Länge über Puffer von 184 mm. Das waren also die Informationen zum Modell in 1:87. Jetzt folgen noch ein paar Impressionen und dann sehen wir uns nochmal wieder zu meinem Schlusswort. Da sind wir leider auch schon dann am Schluss angekommen unseres Videos. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wollt ihr die Lok auch haben, ist es kein Problem, einfach auf unsere Homepage gehen, ESO Artikelnummer 31000 eingeben und dann zum Warenkorb hinzufügen. Bezahlen, liefern lassen, Freude haben, so einfach kann das sein. Solltet ihr aber noch Fragen hier zum Produkt haben, das ist nämlich auch kein Problem, einfach hier unten die Kommentarfunktion nutzen oder uns direkt eine E-Mail schreiben. Wir werden uns natürlich schnellstmöglich bei euch melden. Das war es von meiner Seite aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt bitte alle gesund, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Macht es gut und tschüss.
Halt, halt, halt! Bevor ihr abschaltet, habt ihr unseren Kanal schon abonniert, um kein neues Video zu verpassen? Gerne jetzt abonnieren und auch eine Info, es gibt auch noch jede Menge andere interessante Videos, die ihr euch unbedingt mal anschauen sollt.